Widderkinder, Juni, Namaste. Lasst uns schauen. Allgemeine Energie, allgemeines Thema für die Widderkinder im Juni 2020. Ich habe gerade Schützen gemacht und das war echt sehr konfus. Ich war überhaupt nicht zentriert. Ich spüre euch definitiv zumindest ein bisschen geerdeter. Vielen Dank dafür. Das war jetzt wirklich gut. Gehen wir mal weg von der Energie. Bleiben bei euch. Spirit, liebe geistige Welt. Widder, 2020, Juni. Hauptthema, Hauptenergien. Challenge. Glücksfälle. Was auch immer. Wow, einiges wieder, Kinder. Hier werden einige im Juni, wir haben mit dem Strom schwimmen und weitergehen. Diese zwei Karten, das ist die Hauptbotschaft für euch. Ganz, ganz klar, Arsch auf Eimer. Entweder ihr werdet einsehen und ihr werdet merken, dass es besser ist, wirklich im Hier und Jetzt zu sein und mit der Situation, dass ihr immer besser klarkommt mit einer bestimmten Situation, dass ihr besser damit klarkommt. Sie ist ein bisschen traurig, ne? Schaut immer wieder in die Vergangenheit. Spirit und dein höheres Ich sagen aber, hey, wir wollen nach vorne. Wir wollen hier irgendwo nicht stecken bleiben. Spirit ist dahinter. Und sie sitzt da und sie weiß es. Sie ist zwar ein bisschen traurig, aber sie geht voran. Und es ist nichts anderes als diese Weitergehen-Karte. Die Bilder sprechen komplett für sich. Sie lässt die Vergangenheit ein bisschen los, was auch immer es ist. Bestimmte Glaubenssätze, Glaubensmuster, eine bestimmte Person, sei es Freundschaft, Familienmitglied, sei es vielleicht eine Idee vom Beruf, wie auch immer, was toxisch war, dass man das immer stärker merkt im Juni. Ich möchte hier weitergehen, weil das hat mir nicht weitergebracht und ich möchte ja auch wachsen. Und ich weiß noch nicht, wohin meine Zukunft geht, aber irgendwo so ganz tief drinnen weiß ich, dass es besser werden wird. Und nach dem Nebel kommt jetzt auch hier, ne, ganz schön diese Tür. So ein bisschen ins Ungewisse springen, aber zu wissen, dass man eben weitergehen sollte und das Ganze ein bisschen loslassen sollte, wo man stagniert ist. Die Einsicht wird da sein. Für andere, die gehen im Juni da schon wirklich in Richtung Tür, weil sie ganz genau wissen, ich möchte wirklich in die Freude, egal wie sie aussieht. Ich möchte gute Leute um mich herum haben. Ich möchte ein gutes Arbeitsklima haben. Und ihr seid schon wirklich auf dem guten Weg. Fokussiert euch weiterhin darauf. Schaut mal, ihr seid gesegnet. Die Karte braucht der eine oder andere hier ganz speziell jetzt gerade. Ihr kriegt innere Führung. Das Universum schenkt euch genug Leute, Informationen, Zeichen, damit ihr im Nebel da durchgehen könnt. Hört ein bisschen darauf im Juni, okay? Ganz wichtig. Hier wird definitiv auch ein Zyklus beendet werden. Und das ist aber nicht schlecht. Das ist ein Zyklus, wo ihr stehen geblieben seid. Tatsächlich, sie zeigen mir auch bei euch immer wieder diese bestimmte Glaubensmuster, dass man sich wirklich von denen verabschiedet und sagt, okay, ich werde mich jetzt immer bewusster für meine Freude entscheiden und für Sachen, die mir gut tun. Wieder bitte, Juni 2020. Ja. Das wird vielleicht auch ein bisschen eure Challenge sein im Juni. Wow, ihr habt viel zu sagen gerade. Bestätigt, was ich gesagt habe. Danke, Spirit. Loslassen. Ich kann mein Bedürfnis nach Kontrolle loslassen. Also irgendwas,
war jetzt bei vielen oder einigen von euch, wo ihr die ganze Zeit festgehalten habt. Ne? Nichts anderes sagt diese Karte. Und man zeigt euch, dass es euch jetzt wirklich so stresst, dass ihr sagt, ach, ich mag nicht mehr, ich scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach einen Schritt nach vorne. Ja? Ich kann mein Bedürfnis nach Kontrolle loslassen. Ich lasse diese Situation ganz organisch passieren. Organisch heißt nichts anderes als mit dem Flow gehen und es ist so, wie es ist. Jetzt schaue ich und kümmere mich um mich. Was kann ich dafür machen, dass es mir besser geht? Und lasse diese Situation los, übergebe sie wem auch immer, ja, Spirit, geistige Welt, mit wem auch immer du arbeitest, an liebevolle Energien, die um uns herum sind, wie auch immer du das Ganze nennen willst, Gott, however. Ich lasse das jetzt los, weil ich das mit Kontrolle nicht weiter hinkriege, weil da stagniere ich. Wow, könnte natürlich auch ein busy kleiner Kampf sein, ne? Keine Frage, aber ihr seid beschützt. Fülle und Vergebung. Okay, das ist die Karte, die Vergebungskarte ist eigentlich nichts anderes als die Karte, dass ihr weitergeht und zwar ohne Groll, dass ihr wirklich diese Kontrolle, weil Kontrolle ist nichts anderes als Stress. Ne? Wenn man etwas kontrolliert, dann will man das genauso haben, dann klammert man sich fest, das sind niedere Frequenzen, niedere Energie, damit erreichen wir ja gar nichts. Das wissen wir ja alle, wir sind ja nicht doof. Ne? Und da dürfen einige, beziehungsweise es tun dann einige im Juni, wirklich diesen Aha-Moment kriegen, zu merken, okay, wenn ich die ganze Zeit wütend darüber bin, wie eine bestimmte Person reagiert hat oder sogar ich die ganze Zeit reagiert habe und auf mich wütend bin, dann komme ich da auch nicht weiter. Und der eine oder andere könnte einfach Groll loslassen und dann weitergehen. Also es muss nicht eine Situation sein, es kann auch ein Gefühl sein, wo du weitergehst und sagst, lieber Erzengel Michael, mit ihm kann man am schönsten arbeiten und Erzengel Raphael, die zwei sind für Heilung zuständig. Ich übergebe euch diesen Groll, den ich auf Situation XY habe, weil ich das alleine nicht hinkriege und ich möchte gerne weitergehen und zwar in Friede, in meine Freude und in meine Fülle. Und das Geile ist, was ist hier? Fülle. Also, durch Vergebung kommt Fülle. Klingt immer einfacher, als es ist, ich weiß. Aber es geht um die Absicht, Leute, okay? Fülle. Ich bin grenzenloses Sein und ich kann in dieser materiellen Dimension alles erschaffen, was ich mir nur wünsche. Also, ein bisschen die Kontrolle loslassen ist eigentlich eine ganz, ganz klare Aussage, damit ihr wirklich weitergehen könnt. Und die Situation, dieses mit dem Stromschwimmen, ja, diese Karte, ist eigentlich nichts anderes als aufhören, sich gegen die jetzige Situation zu wehren. Das könntet ihr im Juni erfahren und das ist gut, weil dann geschieht Heilung. Okay? Und das Weitergehen ist wirklich ein Abschluss, Vollendung. Keine Frage, die 45, die 9. Etwas hinter sich lassen, weil es dort einfach nichts mehr zu lernen gibt oder zu erfahren gibt. Da kann man die Kontrolle loslassen und weitergehen. Also ganz klare Aussage, oder? Lass uns schauen, Liebe, für diejenigen, die es am meisten bitte brauchen. Du wirst merken, ob du zur Reisegruppe gehörst oder nicht. Also bestimmte Sachen loslassen, die einem, wo man nicht mehr lernen kann. Oh, die kam zu zweit. Sehr schön. Vergeben und lernen. Ja. Könnte viel mit Vergebung zu tun haben im Juni. Vielleicht sich mal ein bisschen hinsetzen, das wäre gar nicht so schlecht, weil diese Doppelbotschaft, also hier einmal mit dem Strom schwimmen und weitergehen und dann vergeben und lernen, auch wieder zwei Karten, könnte ein sehr, sehr wichtiges Thema für euch sein. Ja, also in puncto Liebe, Vergangenheit loslassen, um mehr Liebe zu erfahren. Also bei euch, hier werden einige Sachen losgelassen und verabschiedet wieder, Kinder. Und das ist toll. Wenn ihr wollt, freier Wille, ihr könnt weiterhin kontrollieren und festhalten, aber dann bleibt ihr genau da stecken, wo ihr unglücklich seid. Egal in welcher Situation. Ne? Du weißt, welches Thema das ist bei dir. Ihr habt euch schon früher gekannt. Also das geht an eine Reisegruppe, wo ihr euch schon damals gekannt habt und
Es kann sein, dass du in diesem Leben mit dieser Person schon zusammen warst. Da darfst du gerne lernen, jede Beziehung, die wir uns picken, so unangenehm wir denken, dass sie ist, ist immer eine Lernaufgabe, damit wir wachsen. Okay? Und vielleicht darfst du jetzt im Juni jetzt echt mal dich kurz mal hinsetzen oder es wird schon passieren, dass du überlegst, okay, was konnte ich aus dieser Geschichte lernen? Welche Lernaufgabe hatte ich? Es kann auch sein, dass es Reinkarnation ist von letzten Leben und du dich deswegen demjenigen so nahe gefühlt hast, ja? Aber jetzt ist der Augenblick wirklich da, dass du dir überlegst, was konnte ich lernen? Vielleicht solltest du lernen oder hättest du lernen dürfen oder kannst du lernen, dass du loslassen solltest, beziehungsweise was sie mir gerade zeigen, entschuldige bitte, dass du, lass mich mal kurz schauen, dass du lernen solltest, Grenzen zu setzen und die zu spät eingesetzt hast. Und das ist das Geschenk von dieser Beziehung. Ich weiß, manchmal wollen wir das nicht wahrhaben. Aber es sind Geschenke von diesen Leuten. Und wenn wir verstanden haben, alles klar, ich habe diese Person angezogen, weil ich lernen sollte, auch mal meinen Mund aufzumachen und meine Grenzen zu setzen und die laut zu kommunizieren. Alles klar, werde ich beim nächsten Mal besser machen. Dann kann man auch loslassen und weitergehen. Und genau darum geht es. Und dann kann man auch dieser Person vergeben und sagen, okay, du warst mein Arschengel. Vielen Dank, dass du mir gezeigt hast, wo ich mich noch veredeln, verbessern darf. Und Leute, sobald das passiert, diese Erkenntnis passiert, merkt man dann plötzlich, dass man an dieser Situation, an dieser Person, an diesem Groll auch nicht so kleben bleibt und dann weitergehen kann und auch sogar vergeben kann. Und das geht manchmal schneller, als man denkt. Und das kann gut dein Arschengel gewesen sein. Lass uns aber weiterschauen. Vielleicht kommt noch irgendwas zu dieser Geschichte. Also, diese Liebesorakel, Beziehungen sind wirklich immer ganz speziell. Das ist nie für alle da. Also, hier geht es auf jeden Fall um Ex-Beziehungen. Dankeschön. Es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen. Klar, wundert mich nicht, weil hier möchte etwas gelernt werden, und zwar von deiner Seite. Deine Seele ruft gerade und die wird im Juni auch sagen, pass auf, wäre gut, Situation XY mal da zu vergeben. Wir haben zweimal die Vergebung für euch. Also wirklich ein Heilungsthema, was wirklich ein bisschen, nicht wirklich, so, ja doch, ansteht. Ja. Ich ziehe mich jetzt erstmal zurück, damit da eine Kommunikation stattfinden kann und ehrlich miteinander reden könnt. Und ich kriege noch eine Reisegruppe. Und zwar kriege ich hier ein bisschen Seelengefährte, Dualseele. Ihr wisst, die meisten kennen sich da schon ein bisschen aus, dass da gerade ein Rückzug ist. Andere Geschichte, okay? Pick dir deine Sache aus. Deine Situation, dass du hier on off mit jemandem zusammen bist, jetzt gerade im Rückzug seid, also in der Off-Geschichte, damit ihr beide, es geht um euch beide haben Hausis zu machen. Diese Vergangenheit, wo es schiefgelaufen ist, loslassen könnt, vergebt dir und dem anderen, wie es war, damit ihr ganz, ganz neu mit einer ganz neuen Energie Gespräche führen könnt von Herz zu Herz. Aber jetzt ist mal der Rückzug da, weil diese Hausis jetzt gelernt werden wollen. Und das sieht dann gut aus. Wie lange das dauert, liegt natürlich an beiden, wie sie mit diesen Energien jetzt arbeiten. Zweite Reisegruppe. Okay, spannend. Ah, hier haben wir Bleibe aufgeschlossen. Sorry. Dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Genau, man denkt immer, oh, Seelengefährte, toll, ich sehe ihn, happy, happy, alles ist supi. Nein, definitiv nein. Meistens ist es, oder jetzt im Moment ist es bei den meisten so, dass sie ihren Seelengefährten, also denjenigen, den man tatsächlich schon von früheren Leben kennt oder sogar schon auch in diesem Leben kennt,
kennenlernen durfte und auch zusammen war, dass es wirklich immer in On-Off geht, On-Off geht so lange, bis sie sich so lange triggern, dass sie erstmal ihre Hausaufgaben machen. Das ist die Idee erstmal dahinter. Und dann, wenn beide dann gegenseitig gelernt haben, was der andere so ein bisschen aufgemacht hat, ja, so bestimmte Kindheitswunden und wie auch immer, keine Selbstliebe. Und das darf ja jetzt gelernt werden. Das sind ja die Seelengefährtengeschichten. Erst dann, wenn man ins Vergeben und ins Lernen geht und seine Hausis versteht, was man erstmal bei sich machen darf, bevor man mit dieser Person zusammenkommt, erst dann kommt man ja zu diesen Gesprächen von Herz zu Herz. Okay, und das ist nichts anderes, diese Karte, dass man immer erwartet, oh, das muss von Anfang an alles gut funktionieren. Jein, bedingt. Okay, das ist aber eine wirklich spezielle Reisegruppe und du wirst merken, dass du das bist. Das wirst du spüren. Das wird nicht dein Verstand dir sagen, du wirst spüren, dass du das bist. Okay, also das ist immer ganz speziell hier, ich weiß. Gut. Also. Es ist nicht immer nur alles happy, happy. Erstmal Hausaufgaben lernen und die meisten Hausaufgaben, die klassischsten sind, in die Selbstliebe gehen, sich nicht zu sehr auf den anderen fokussieren, nicht zu sehr die Aufmerksamkeit von dem anderen haben zu wollen, sondern wirklich seine Energie wieder zu sich zu holen, selber in die Kraft kommen, in die Selbstliebe. Ich bin mir selbst genug. Erst dann können wirklich solche Beziehungen, Liebe der neuen Zeit auch funktionieren. Davor wird nichts gehen. Es kann Wochen, Monate dauern, es kann auch Jahre dauern. Das liegt wirklich an euch. Inwieweit seid ihr abhängig von jemandem? Okay? Und das ist das, wo sich die Seelengefährten, Dualseelen, wie auch immer, treffen. Und dann haut wieder einer ab und der andere versucht zu klammern. Und das ist deine Hausaufgabe. Lernen und vergeben und sagen, okay, auch Grenzen ziehen, ne? Und sagen, pass auf, das ist mir zu blöd. Ich finde dich toll, ich fühle mich bei dir zu Hause. Aber so wie du mich behandelst, finde ich scheiße. Das heißt, ins Selbstwert zu gehen. Und das sind Hausaufgaben, die wir uns gegenseitig versprochen haben, wo wir uns triggern werden. Ja? Also, war irgendwie wichtig für den einen oder anderen, dass ich heute so ausführlich darüber rede. Letzte Karte bitte für meine Widderkinder. Da haben wir Erzengel Michael und wir haben Ariel. Und wir haben noch jemanden hier. Gabriel, sehr schön. Michael? Michael fordert dich mit dieser Karte auf, in die Meditation zu gehen ein bisschen im Juni. Keine Frage, wir haben die Rückzugskarte, unabhängig davon, in welcher Beziehung oder wie du gerade in dem Liebesthema bist. Generell, warum? Weil es um Vergebung geht und da darf man auch ein bisschen in die Stille gehen. Mehr Schlaf oder mehr Freizeit, da musst du schauen, falls du zu sehr im Rückzug warst, allgemein in deinem Leben, was wir ja eh alle waren, wirst du merken, ey, ich muss mal ein bisschen raus. Das kann der Juni sein, der dir sagt, lass uns wieder mit ein paar Leuten treffen, die dir gut tun. Mach einfach mal bitte. Und aufpassen mit Stress, bitte. Michael ist gerade ganz präsent bei euch, liebe Widderkinder, wo sie sagen, pass auf, dass du dich nicht mit zu viel Stress auch ablenkst. Weil hier gibt es ein paar Sachen, die gerne losgelassen werden wollen. Und da muss man auch ein bisschen in die Stille gehen, in die Meditation gehen, um auch weitergehen zu können. Erstmal Halt machen, gucken, wohin will ich und dann erst weitergehen, okay? Nicht alles so weitermachen wie bis jetzt oder in der Vergangenheit festhalten. Glückwunsch, du hast großartige Arbeit geleistet. Auszeichnungen oder Beförderungen. Also, für den einen oder anderen im Juni kann gut möglich sein, auf Arbeit, dass du einen höheren Posten kriegst. Okay, finde ich cool. Das ist für den einen oder anderen. Und auch hier wird es bestätigt. Materielle Bedürfnisse werden auf magische und unerwartete Weise erfüllt. Man begegnet dir mit großer Freundlichkeit. Und du darfst sehr gerne geben oder empfangen im Juni. Finde ich gut. Also, Gabriel ist da, Michael ist da und Ariel ist da. Also schwimmt mit dem Strom und vielleicht, wenn ihr weitergeht und ein bisschen loslasst, natürlich, sagen sie gerade, dann kann das auch kommen. Vielleicht hast du dir um Geld Sorgen gemacht. Hier wird bestätigt oder hier wird dir gesagt für den einen oder anderen, nee, keine Sorge. Mach dir bitte nicht so viel Sorgen. Wir sind auch da. Geh bitte ein bisschen ins Loslassen, mit der Kontrolle auch aufhören. Schaut mal, was hier kommen will für euch, okay?
Alles klar, meine Lieben. Namaste, wieder Kinder. Tschüss.